Nein, ich kann gerade nicht. Ich habe gerade Auftrag. Danke. Du bist's. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherjar wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies. Wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nivelheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. Sindri's back! Guess who's back? So sei es. Viel Glück uns allen. Bis zum nächsten Mal, Seraph, und danke schön. Vielen, vielen Dank. Und hab einen wunderschönen Nachmittag noch. Leute, wir packen das, okay? Abfahrt. Was ist unser Auftrag gerade? Nach Muspelheim. Oh Gott, das war. Weißt, wo wir Sutr finden? Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutr finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Ja, Liebe ist da auch irgendwie im Spiel. Auf eine ganz komische Art und Weise, ey. Entschuldigung. Ha. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reisvelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Ja. Yes. Sie werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und würdest du bitte... Also nein, am Ende ist es Odin. No, don't take it. Nein. Ich glaube, ich sehe einen Sutr Schmiede. Ah, ich weiß, ich habe ein ganz schwieriges Gefühl gerade bei allem, was wir tun. Wo ist sie? In Nivelheim. Ah, scheiße. Odin ist gut, aber ich glaube nicht, dass er zwei Personen gleichzeitig spielen könnte. Naja, er spielt ja jetzt zumindest die eine Person nicht mehr nebenbei. Ja, er spielt ja jetzt die Tür gar nicht mehr. So, weißt du, ich meine, also vielleicht war er das jetzt und dann... Verständlich. Den Bommel, den Brabbel, den Kopf los. Nein, ich will ihn wieder haben!
Oh, Chat! Ich will das alles gar nicht. Oder wir erst eigentlich mal gucken, ob ich. Also, ja, auch. Weil ich möchte gerne alles erkunden. Alles und noch viel, viel mehr, Chatterinos. Was macht ihr eigentlich gerade nebenbei Schönes? Was? Oh! Okay, du platzt. Sehr schön. Aua, aua. Okay, ciao. Oh, aber endlich können wir wieder klöppeln. Tim, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Hallo? Könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Zumindest war hier letztes Mal etwas, das wie eine Schmiede aussah. Ich spiele auf dem Community Server Eco. Oha, warte mal, war Eco nicht das mit dem dieses Spiel, wo du sozusagen den wo du sozusagen gucken kannst auch, oder wo du gefühlt auch die Welt zerstören kannst, wenn du halt einfach schlecht, also wenn du halt nicht auf deine Umwelt achtest, also actually the real life so. Übrigens, ich vergesse mir was zu trinken zu holen, das ist sehr wack. Ich baue Tabletop-Minis zusammen. Oha, okay. Magst du davon mal ein Foto in den Discord stellen, Schrifterz? No! Lol, den habe ich fast übersehen. Ich fasse es nicht, okay. Wenn wir jetzt zugrunde richten und dann absaufen, weil der Meerspiegel steigt, schätze ich ein bisschen. Ich muss mir gleich mal kurz was zu trinken holen, ey. Tut mir sehr, sehr sorry, aber das ist doch ein bisschen kacki. Mein Hals wird nämlich gerade ultra trocken irgendwie. Muss mal aufhören, die ganze Zeit looten zu wollen. Das ist scheiße. Das hilft uns allen nicht. Wir müssen auf Sutur gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Ja, ja. Laut Prophezeiung verhält er sich mit Shinmada. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen. Na, zwingen ist so ein hartes Wort. Gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Zwingen ist so ein hartes Wort, Chat. Also, scheiße. Außerdem, übrigens... Oh. Ja, nun, ui, toll. Das ist ja mal wieder wundervoll. Ich liebe alles daran. Das ist ja jetzt mal wieder... Ha, gar nicht mal so doof jetzt. Ich möchte das nicht. Okay, first of all. Zeug. Thank you.
Dann reicht mein Ding halt einfach nicht. Ja, nett. Schön. Können wir jemanden zwingen? Warte mal. Den zwingen, der ganze Welt niederbrennen kann. Also, ich bin ja so eine Person, die sehr emotional ist. Heißt, ja, ich kann Welten niederbrennen, aber ich kann auch nett und so, ne? Nice, okay. I failed, Chat. Ah, okay, warte mal. Little Reef, Riven, Gesundheit. Dankeschön auf jeden Fall für den Follow. Vielen Dank für den Support. Wer hat da 180k geballert? Was? Wow, wie dreist ihr seid. Okay. Here we fucking go, würde ich sagen. Okay, scheiß drauf. Ich weiß, ich sag das voll ungerne, aber ich glaube, ich muss hier weitermachen, sonst wird das heute nichts mit uns. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Ach, hier kommen wir her. Upsi. Och ja, Ola Chiquita Banana. Das war gar nicht mal so klug gerade. Ha. Ich höre schlimme Dinge auf uns zu kommen in irgendeiner Art. Sei bereit. Phantom. Oh nee, ey. Ich hasse mein Leben gerade. Dafür, dass ich das jetzt hier noch machen muss. Ja, 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 bin dabei. Ah, la, 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 la. Okay. Oh, oh. Oh, nee, das war nicht gut. Oh.
Ja, ich weiß, dass ich in Flammen stehe. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ha! Entschuldigung. Das ist sehr schwierig mit mir. Alter, das Till. Ja. Ah, da hinten irgendwo. Okay. Das ist jetzt schlecht. Eher ungünstig tatsächlich, ja. Ja, das macht es jetzt irgendwie nicht so einfach tatsächlich. Das erste Spiel, wo ich sagen würde, ich spiele sogar ein bisschen Skill lasse. Passt schon. Okay. Ich wechsle den Pfeil. Okay. Wir sind dann auch genug. Was hast du getippt, Fennec? Fennec, auf was hast du getippt? Ich hab Fragen. Ja, es war halt wirklich gerade First Try. Oh mein Gott, und das, obwohl ich noch die Scheiße nebenbei suchen musste. Ich bin begeistert, Chat. Ich bin einfach begeistert. Das muss er sein. Fragen ihn. Was muss er wo sein? Hallo? Ich weiß jetzt nicht genau, aber es sieht nicht so aus, dass hier gut werden würde. Ist er das nicht oder ignoriert uns? Komm. Okay, ich nehme vielleicht noch HP mit. Ja, liegt da so ein bisschen rum. Hast du gerade ernsthaft darauf gewettet, und zwar 220.000, dass ich das nicht schaffe? Was bist denn du für ein Ass, ey? Hallo, geht's noch? Hallo. Wir suchen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey, das war nichts! Jetzt kümmern wir uns hier um. Aua! Okay, ciao. Aber das wusstest du wahrscheinlich. Noch einer? Achtung! Was? Der Wächter dieser Welt. Es ist ich hasse Zeit, alles. Sie zu verteidigen.
Oh, ich hasse alles auf diesem Planeten. Warum? No. Fucking hell, no. Leck mich doch an den Eiern, ey. Warum? Was passiert hier? Oh. Ja, komm her. Komm, put. Scheiße, es war zu Dingenskrieg. Leck mich an den Eiern, ey. Ich brauch dringend Leben! Geradeaus, hör mal auf, jetzt hier Scheiße aufzuheben, Mann. Du brauchst HP! Digga! Achtung, rechte Seite! Ha. Letzter Gegner! Schon sagtest, wir brauchen ihn. Ich hab's geschafft, Jen. Ich hab's fast mal gemacht. Seid ihr stolz auf mich? Seid ihr stolz? Was ist los? Und ich weiß es auch nicht, ey. Manchmal spiele ich halt gut, Chat. Manchmal habe ich so meine hellen Momente. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Körnchen, du. Sonst wird's ja sterben und das ist schlecht. Ich bin immer stolz auf dich. Ja, okay. Den finde ich nicht. Ich helfe euch nicht. Danke, das ist ja voll. Du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Mein Gott, ich will der Therapie. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Halt! Erkläre das. Wir sterben. Klar, weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shin Mara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Wow, was? Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Mhm. Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt.
Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Hallo Red Fox, was geht? Schön, dass du da bist. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Was? Aber wir werden sie da raushalten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Jetzt wird es aber langsam weird. Willst du dich wirklich mit einem Messer vereinen, Bruder? Was habe ich zu verlieren? Das heißt, er opfert sich jetzt das... Nicht hier. Folgt mir. Das ist gerade so weird, Chat, ne? Wo gehen wir hin? Zum Weltenfunken. Und das ist? Der Ort, wo Nivelheim und Muspelheim aufeinandertreffen. An dem die ersten Welten entstanden. Ihr werdet da nicht durchkommen. Nani? Das heißt, er opfert sich jetzt, damit seine Geliebte nicht... What the fuck, ey? Ich will's noch. Besser als laufen. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonos-Ding. Damit und mit deinen Klingen und meinem Herz wird alles gut. Ich werde groß. Dinge zerhauen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber willst du oder das künftige Du... wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Sute, was du? Am Anfang von allem? Ja. Wie war das so? Alter, der Kleine hat Nerven noch. Also, wow. Hier ist er. Der Weltenfunken. Das ist wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denkt er, dass wir Sutter suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Das ist eine großartige Reihe, ja. Wow. Oh mein Gott, Chat, look at this! Das ist so wunderschön, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben, heißt manchmal, den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Gut. Reicht es dich, mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt.
Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her. Wow, Mami, es ist so wunderschön. Er hat aber auch einen strammen Poppes, ne? Muss man schon sagen. Das wird wehtun. Mein Feuer. Ihr Herz. Aber sie wird doch merken, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Was? Es ist Zeit. Mami. Was meinst du, wie lange das dauert? Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Skalver! Schloss! Aua, 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 okay. Wow. Aua, 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 oh mein Gott, ey. Hilfe. Für mich mittlerweile ein bisschen Overkill, muss ich gestehen. Leck mich an den Eiern, die kommen wieder! Ah, schön. Mami? Ah. Eine gemeinsame Lebensweise. Ja! Ja, wundervoll. Es ist einfach wunderschön. Echt schön. Ja, Soto ist aber nicht mehr, Digga. Du musst da weg! Ich hasse den Pfeil!
Leute! Kann ich euer verkackter Ernst sein, Mann? Das ist nicht in Ordnung. Na klar! Schmeißen die jetzt mit Sachen um sich, ey! Number one. Nimm jetzt das in dein verficktes Gesicht, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Heiliger. Nein, don't die. Geradeaus ist nicht so gut. Ich hab dich doch gerade dreimal platt gemacht. Nani. Oh, 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 oh. Nimm das in dein Gesicht. Nein, nicht diese Kacki-Mimo-Bumsi hier da. Das ist schlecht. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, das ist ganz kacke. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hallo Zuckerplace, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wow, das sieht mega gut aus. Ich liebe alles daran. Bärenstark gemacht, Junge. Ist geklappt? Was denn, Melvik? Was denn? Was denn? G fucking G, das war mir jetzt nicht schwer, ich bitte dich. Was, wo? Ach, da. Ha, so. Sag mal, Stefan, sag mal meinen Brüdern, dass es eventuell ein bisschen später Essen gibt. Gesundheit, vielleicht so eine Halstablette? Ich erwarte den Ruf. Tal, hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Gehen wir zurück nach Muspelheim. Und dann durch das mystische Tor.